Ja, hallöchen zusammen zum nächsten Part Golden Sun. Wir sind hier vor Garo, wollen hier jetzt mal reingehen. Wir haben in den letzten Parts uns Enthüllung besorgt und können jetzt eine Runde rumzaubern und so einen Schwachsinn mit, sehen, was dort wirklich ist und so. Und das war ja unser großes Problem, als wir das letzte Mal hier in Garo waren. Wir konnten nämlich nicht sehen, was dort genau alles abgeht. Naja, das wollen wir jetzt ändern. Deswegen sind wir jetzt wieder hier und schauen uns das Ganze jetzt nochmal genauer an. So, hallöchen. Weiß nicht, ob wir jetzt wieder diesem komischen kleinen Pimpf da begegnen. Ne, offensichtlich nicht. Gut, was interessiert uns denn am meisten? Ich denke, ich hole mir jetzt zuallererst diese kleine Kiste. Das ist mal das Langweiligste zuerst und dann heben wir uns das wirklich tolle, spannende zum Schluss auf. Und dieser Soundtrack im Hintergrund, der ist echt schön, Mann. Der passt da richtig geil rein, Mann. So, Enthüller. So, so, so. Hier hoch. Dann da lang. Haha, muhaha. So, da könnte ich gleich mir den Rückweg verkürzen. Und ich finde die Hypnos. Okay, die Hypnos ist, für dich sind's, 19? Nee. Ich kann gerade echt nicht rechnen, Mann. 21. Und für dich sind es 15. Okay. Kriegst du die? Du gibst dafür mal Heilkraut weg. Jupp. So, und dann haben wir das da auch geklärt. Und dann geht es hier wieder runter. Sehr schön. Und dieser Soundtrack, Mann, Leute. Ich feiere das richtig. Jo. Was? Fremde? Hier? Schnell wieder rein. Aber weißt du was? Jetzt bin ich mal fies. Und setze auch meinen Töter ein. Nur, was geht hier denn so ab? Na? Na? Awu! Was ist denn hier los? Awu! Und so. Na? Sieh doch! Da ist dieser Werwolf! Schnell wieder weg. Wollen wir dem direkt folgen oder wollen wir erst noch umgucken? Da war er eben. Los, folgen wir ihm, Felix. Okay, los geht's. Einmal will ich hier noch eben kurz gucken. Okay, da geht's wohl irgendwann hin. Dann folgen wir ihm erstmal. Wo ist er hier lang? Hier oben oder da unten? Na, hier unten ist nichts, okay. Gut, mache ich mir da nicht irgendwelche Sorgen, dass ich dort irgendwas verpasst habe. Okay, hier rüber. Ups. Kann ich hier rüberspringen? Nee, ne? Nö, okay. Hätte ja sein können, weil es ist letztendlich auch nur einer. Felix, warte! Wo ist dieser Werwolf verschwunden? Glaubst du, wir haben seine Spur verloren? Nein. Hoffentlich nicht. Ich wäre nicht besonders erfreut darüber, wenn es so wäre. Was ist denn da los? Was war das? Das klang doch wie ein knurrender Wolf, nicht wahr? Ich habe zwar kein besonders gutes Gehör, aber da war auf jeden Fall etwas. Vielleicht sollten wir diesen Bereich etwas genauer unter die Lupe nehmen. Das ist nicht nötig. Seh doch, er benutzt Synergie. Awu. Fürchtet euch nicht, dieses Kind ist harmlos. Es wirkt ein wenig klein. Sag mir, wer du bist. Wie kommst du hierher? Diese Frage könnte ich auch dir stellen. Kann es denn sein, besitzt ihr Fremden die Macht, das Unsichtbare zu erkennen? Ja. Aber natürlich. Ich bin mir dessen völlig sicher. Ja, du hast recht. Sie müssen die Prüfungen am Bora-Felsen bestanden haben. Wie kommt es, dass dieses Kind nicht spricht wie ein Mensch? Wenn wir in der Gestalt der Werwölfe sind, bereitet es uns mitunter Schwierigkeiten, die menschliche Zunge zu meistern. Aber du kannst es, das musst du. Da musst du etwas Besonderes sein. Hahaha, etwas Besonderes. Vielleicht. Warum nennt ihr mich nicht einfach Maha? Ich gehe davon aus, dass auch ihr den Wirbelwind einsetzen könnt. Yep. Wenn ihr auf dem Bora-Felsen die Gabe des Enthüllers empfangen habt, wisst ihr auch um den Segen des Wirbelwindes, oder? Jupp.
So ist es. Wir können Maha gegenüber sicherlich zugeben, dass wir Adepten sind. Awu! Was sagt er? Was hat er gesagt? Ich verstehe nicht. Er möchte wissen, was ein Adept ist. Eine Frage, auf die auch ich gerne eine Antwort hätte. Adepten bedienen sich elementarer Energien, um Kräfte wie den Wirbelwind zu nutzen. Elemente? Meint ihr damit die vier Elemente, die Mächte von Erde, Feuer, Wasser und Wind? Ja, das ist korrekt. Alles in unserer Welt geht aus diesen vier Elementen hervor. Interessant. Äußerst interessant. Awu. Was hat er jetzt gesagt? Er hat gefragt, ob wir uns noch länger vor euch verbergen müssen. Warum müsste er sich überhaupt hier verstecken? Awu. Okay. Der Anblick eines Werwolfes könnte für die meisten Menschen sicher eine erschreckende... Ist für die meisten... Egal, ihr wisst was. Traurigerweise hast du recht. Viele betrachten uns als eine verfluchte Rasse. Und wenn man dich in der Gestalt eines Werwolfes antreffen würde... Eins wurde unser Volk als Abscheulichkeit betrachtet und auf den Scheiterhaufen verbrannt. Man nannte dies Reinigung. Wie schrecklich. Aber der Kleine hier, er wird doch nicht versuchen, jemanden zu beißen, oder? Was tust du? Kind, kehre nach Hause zurück. Keine Sorge, wir können ihnen ganz sicher vertrauen. Geh jetzt nach Hause. Awu? Es sind Adepten, uns Werwolfen nicht unähnlich. Sie bewahren ein uraltes Geheimnis. Wir können ihnen vertrauen. Sie werden unser Geheimnis niemandem preisgeben. Wuff. Okay. Tschüssi. Es ist sehr spät geworden. Warum geht ihr nicht zum Gasthof und ruht euch aus? Aber dann... Ich werde diesen Ort nicht verlassen. Gehst du denn nicht nach Hause? Als mir die Kraft des Enthüllers gewährt wurde, habe ich meine menschliche Hülle abgelegt. Die Wildnis ist jetzt mein Zuhause. Dann seht ihr immer so aus wie jetzt, Meister Maha? Okay. Und was mit dem Kleinen? Das Kind hat sich verwandelt, weil es direkt im Angesicht des vollen Mondes geblickt hat. Okay. Dann wird er also morgen bei Sonnenaufgang wieder seine menschliche Gestalt erhalten? Genau. Doch jetzt lasst uns ruhen. Okay. Felix und seine Freunde verbringen die Nacht im Gasthof. Ihr habt letzte Nacht nicht sonderlich viel Schlaf bekommen. Ihr seht nicht besonders frisch und ausgeruht aus. Meister Maha hat uns alle von euch erzählt. Keine Sorgen wegen der Rechnung. Betrachtet euch als unsere Gäste. Ja, was sollen wir auch sonst sein in einem Gasthof? Lebt wohl, Freunde. Okay. Dann wollen wir mal wieder runtergehen zu Meister Maha. Und mit dem sprechen. Wird wahrscheinlich immer noch dort unten sein. So, also gehen wir erstmal... Ich würde sagen, erstmal weiter wieder hier lang. Was in der anderen Richtung ist, gucken wir später. Denke nicht, dass es damit jetzt getan ist. Ja, ein bisschen wenig, finde ich. So. Ah, ihr seid gekommen. Richtig. So, ich habe auf euch gewartet. Würde es dir etwas ausmachen, mir etwas mehr über Werwölfe zu erzählen? Du möchtest also den Grund dafür wissen, warum wir die Fähigkeit besitzen, uns in Bestien zu verwandeln? Eigentlich ja. Findet ihr es eigenartig, dass wir unsere Gestalt verändern können? Nun also, ja. Aber es kann doch nicht so ungewöhnlich sein, sein Erscheinungsbild zu ändern. Worauf willst du hinaus? Denk doch mal an eine gewöhnliche Raupe. Wenn die Zeit gekommen ist, verwandelt sie sich dann nicht in einen schönen Schmetterling? Nun ja, schon. Das ist auch völlig natürlich. Und der Pillendreher und der Igel ändern nicht auch ihre Gestalt, um sich selbst zu schützen? Ich habe von diesen Kreaturen gehört, ja. Und viele Amphibien besitzen die Fähigkeit, ihre Farbe zu ändern. Habe ich Unrecht? Ist es dann angesichts all dieser Tatsachen immer noch so ungewöhnlich, dass Werwölfe in der Lage sind, Ähnliches zu vollbringen? Um ehrlich zu sein, so habe ich das noch nicht gesehen. Vielleicht hast du diesen Dingen einfach nur nicht genug Beachtung
Bedeutung beigemessen. Was für eine Beleidigung. Ich meine, Herr, ich bin ein, ich, mein Herr, bin ein Wissenschaftler. In der Tat, ein Wissenschaftler, das ist beeindruckend. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, über Werwölfe nachzudenken. Für eine gewisse Zeit habe ich es sogar als Fluch empfunden, als Werwolf geboren zu sein. Aber nachdem ich die Natur von objektiverem Blick betrachtet habe, habe ich erkannt, dass schwächere Kreaturen nur überleben können, indem sie sich weiterentwickelt verändert haben. Stimmst du da nicht zu? Denk doch mal nach. Wenn Menschen ihre Körper nicht durch das Tragen von Waffen und Rüstungen verändern würden, dann wären auch sie nur schwache Kreaturen. Ich glaube, die Verwandlung in Werwölfe ist nur eine von vielen Möglichkeiten für die Menschen, um auch in Zukunft überleben zu können. Aber das ist... Natürlich kann ich diese Theorie in keiner Form beweisen. Aber ich fühle, dass unsere Fähigkeit, den Wirbelwind einzusetzen, ein Beweis dafür wäre. Den Wirbelwind? Warum? Ich dachte, nur die Bewohner von Garo wären in der Lage, den Wirbelwind einzusetzen. Diese Gabe war nur den Werwölfen von Garos Rudel bekannt. Und dass nur einige wenige Auserwählte den Enthüller einsetzen konnten. Doch jetzt muss ich erkennen, dass auch ihr all diese Kräfte nutzen könnt. Was hat das nun alles zu bedeuten? Einen Moment mal. So, Kinders, weiter geht's. Oh Mann, wo waren wir hier? Irgendwie so genau Gespräch. Ja, warum kennt ihr die Macht des Wirbelwindes und was ist ein Adept? Meister Maha, hast du jemals von einem Kontinent namens Angara gehört? Er liegt weit im Norden der östlichen See. Angara? Inmitten von Angara befindet sich ein Massiv, genannt der Aelefberg. Der Aelefberg? Dann ist es also wahr. Unsere Legenden berichten, dass dieser Berg schon seit den Kindheitstagen unserer Welt besteht. Wenn der Aelefberg tatsächlich existiert, dann sind unsere Legenden wahr. Er existiert wirklich. Diese beiden hier stammen aus dem Dorf am Fuße des Aelefbergs, einem Dorf namens Vale. Sie kommen also aus dem Schatten des Aelefbergs? Unfassbar. Und sie beide sind Adepten, auch wenn ihre Kräfte sich voneinander unterscheiden. Jedermann in Vale ist bis zu einem bestimmten Grad als Adept zu betrachten. Sind sie dann nicht auch so wie wir hier in Garo? Die Mythen von Vale erzählen, dass der Aelefberg selbst es war, der die Adepten ins Leben gerufen hat. Dies unterscheidet sich vom Inhalt der Legenden Garos. Das Volk selbst verfügt über große Begabungen, doch die Wahrheit geht weit darüber hinaus. Die mystischen Steine des Aelefbergs, die Psynergiesteine, sie stehen in enger Verbindung zu den Kräften von Vales Bewohnern. Psynergiesteine, sagt ihr? Wenn es in Garo ähnliche Steine geben würde, könnte das eure Fähigkeiten erklären. Und von welcher Art und Beschaffenheit sind diese Psynergiesteine? Du hast einen von ihnen selbst schon gesehen, Maha. Der schimmernde Stein im Herzen des Bura-Felsens. Ich kenne den Stein, von dem ihr spricht, aber... Der Bura-Felsen ist recht weit entfernt von Garo. Ich wüsste nicht, wie er die Leute hier beeinflussen könnte. Ob es wohl am Wind liegen könnte? Ja gut, das sind... Ja, ne? Vielleicht. Du scheinst es bereits selbst herausgefunden zu haben, Felix. Nein, es ist nur eine Vermutung. Auf dem Bura-Felsen wehten starke Winde. Diese Winde würden sehr weit getragen. Tragen? Was würden sie tragen? Nebel im Gehirn? Die Kraft der Synergiesteins natürlich. Wie soll das gehen? Wie sollte die Kraft des Steins vom Wind getragen werden können? Unterschätze nicht die Kraft des Windes. Im Laufe der Zeit vermag es der Wind, ganze Berge abzutragen, bis nur noch Sand verbleibt. Bedenke doch, der Wind ist auf dem Bura-Felsen, Der Wind auf dem Bura-Felsen war stark genug, um uns durch die Luft zu tragen. Warum also könnte der Wind nicht auch feinste Partikel des Steins bis nach Garo transportieren? Sie hat recht. Mein Gott, die Partikel des Steins müssen von reiner Kraft durchdrungen sein. Das würde erklären, warum eure Synergie nicht so stark ist wie jene des Volkes von Vale.
Ihr wurdet einfach nur kleineren Mengen ausgesetzt. Die Richtung und Stärke des Windes mag auch beeinflussen, wer in Garo die Kraft des Wirbelwindes einsetzen kann. Natürlich ist all dies nur reine Spekulation, aber immerhin liefert es uns einige Hinweise. Vielen Dank, mein Name ist Cosma. Es freut mich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Oh, haben wir uns etwa noch gar nicht vorgestellt, Meister Hamaha? Ich bin Kraden. Und dies hier ist Jenna. Und, Felix. Erlaubt mir, euch für all eure Taten meinen tiefsten Dank auszusprechen. Nein, nein, bitte. Wir heben keinen Anspruch auf Dank. Hä? Was denn? Hä? Schade, denn ich wollte euch dies hier überlassen. Oh, ein Djinn. Ein Djinn? So nennt ihr sie also? Wenn ihr ihn bei euch habt, wird er eure Kräfte verstärken. Er ist äußerst hilfreich. Ich nehme an, dass ihr jetzt eure Reise fortsetzen werdet, oder? Ja. Dann wollt ihr also den Seeweg nehmen? Das ist eine sehr lange Reise. In diesem Fall, so glaube ich, werdet ihr aus diesem Djinn weit größeren Nutzen ziehen, als ich es könnte. Okay. Coole Sache, Mann. Wir kriegen einen Djinn. Der Jupiter-Djinn Äther folgt Felix. Okay. Noch ein Djinn. Was für ein Glück. Okay. Dies ist ein überaus wertvolles Geschenk. Wir möchten uns vielmals bedanken. Ihr müsst mir nicht danken. Passt auf euren Reisen gut auf euch auf. Viel Glück auch weiterhin mit diesem Werwolf, Dingens, Maha. Okay. Nun, Felix, wir sollten nun endlich gehen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwie so sein Haus ist oder sowas. Ich gucke da einmal kurz rein. Enthüller. Eine Höhle. Okay, gut. Ich wünsche dir eine gute Reise, Felix. Noch irgendwas? Ich wünschte, ich könnte ebenso wie Felix und seine Freunde die Welt bereisen. Okay. Das war's dann wohl von dir an dieser Stelle. Ich schaue mir eben kurz nochmal den Rest dieser Höhle an und anschließend werde ich noch vielleicht mal eine Runde einkaufen gehen. So, also einmal kurz in diese Richtung. Ups. Und dann hier hoch. Ah, okay, da komme ich bloß hin. Okay. Gut, okay, das ist geklärt. Dann würde ich sehr gerne noch, wenn das irgendwie geht, einmal kurz in den Laden gehen. Der ist ja hier, genau. So. Hallo. Alles über Rüstungen. Okay, Lederrüstung bringt mir nichts. Adeptenkleider, die vielleicht schon eher. Für euch beide auf jeden Fall. Vielen Dank. Lukas das Spieleticket und dann nochmal für sie diese Adeptenkleider. Vielen Dank. Lukas auch das Spieleticket und dann das Reisegewand. Quatsch, das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Dann ein Bronzeschild, der ist für dich ganz gut. Man muss ich bei ihm sowieso verkaufen. Moment mal. Die Axt kann ich verkaufen. Dann das Gegengift kann ich, glaube ich, auch komplett verkaufen. Dann dieses Krempelkrams hier. So. Die Elixiere verkaufe ich auch mal eben. Und diese zwei Bomben verkaufe ich auch. Also hier dann noch vielleicht irgendwas. Hier die Bombe. Den Stab kann ich verkaufen. Na, das brauche ich nicht mehr. Okay, das war's dann erstmal mit Verkaufen. Und dann kaufe ich mir eben diesen Bronzeschild. Vielen Dank. So, ja, meinetwegen auch ein Spieleticket. Dann Lederhandschuhe könntet ihr beide gebrauchen. So, vielen Dank. So, hier einmal, danke. Haben wir hier noch das Lederarmreif da weg. So. Lederarmreif hatten wir ja schon. Offener Helm. Das bringt uns allen gar nichts. Eine Holzkappe bringt euch was, okay. Sehr schön. Na. Toll, voll sinnvoll.
Ja, total. Für dich war die... Na, du... Nein, das hatte ich nicht vor. Das war so nicht gut. Das war so gar nicht gut. Warte. Wenn mal, du wieder den Klarheitsreif. Kannst du diese anderen beiden Sachen eben kurz verkaufen. So. Stab verkaufen. Und den, die Holzkappe verkaufen. Genau. Gut. Okay, und dann noch mit Jaima sprechen. So, ein Breitschwert. Nö. Ein Jägerschwert könnt ihr auch nichts mit anfangen. Eine Streitaxt auch niemand. Und eine schwere Keule kannst du was mit anfangen. Okay. So. Das war's dann, glaube ich. Vielleicht noch Artefakte einmal reingucken. Magischer Stab. Hexenstab. Für dich wäre der ganz gut. Ein gesegneter Ankh. Aber dann mache ich das vielleicht so, dann kriegst du den Hexenstab. Jupp. Ja, ein Spieleticket, danke. Und dann nochmal den gesegneten Ankh für sie. Okay. Okay, das ist sehr schön. Und dann gucken wir eben nochmal, das Piratenschwert ist für die nicht gut. Und das war die Themis-Axt, die hatte ich ja vorher die ganze Zeit. Gut. Okay, dann würde ich an der Stelle jetzt sagen, ich gehe eben noch hier kurz nebenbei raus, aber prinzipiell wär's das dann für diesen Part. Im nächsten Part werde ich dann weiter gucken, wie es dann weitergeht in Richtung, wie ist die Stadt noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Alhambra, glaube ich, oder Alhafra. Dort müssen wir ja immer noch nach, Captain Briggs suchen. Den war ja immer noch irgendwie, ja, wir müssen ja immer noch irgendwie Aaron helfen. Das haben wir ja immer noch vor uns, das haben wir jetzt so viel vor uns weggeschoben. Das ist jetzt als nächstes dran. Gut, machen wir aber erst im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.